Hallo ihr Lieben! Ja, es wird wieder eng auf der Karte. Auch in dieser Woche sorgt die Energiepolitik von Baerbock und Co. dafür, dass immer mehr Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße gehen. Uns allen muss bewusst werden, dass erhöhte Gaspreise unweigerlich dazu führen, dass viele Unternehmen pleite gehen. Das ist kein Gedöns! Hier erklärt uns ein Bäckermeister mit 240 Mitarbeitern, was hier tatsächlich abgeht. Mein Name ist Axel Oppenborn, ich bin Bäckermeister, betreibe im Raum Hannover eine Bäckerei mit meiner Familie und 240 Mitarbeitern. Wie ihr seht, wir verbrauchen eine Menge Erdgas. Die Energiepolitik, die in Deutschland aktuell betrieben wird, macht uns richtig große Sorge. Und nicht nur uns, sondern dem gesamten Bäckerhandwerk. Die Kosten fliegen uns aktuell gerade um die Ohren. Ich will das mal am Beispiel unseres Betriebes sagen. Wir hatten immer ungefähr 360.000 Euro Kosten für Erdgas und Strom. Aktuell, zum aktuellen Preis, hat sich das vervierfacht und wir bezahlen aktuell 1,4 Millionen Euro dafür. Und das können wir nicht leisten. In Mecklenburg-Vorpommern vernetzen sich jetzt auch die Unternehmen. Am Donnerstag, den 15.09., begrüßen die Unternehmer aus Mecklenburg-Vorpommern Frau Schwesig auf dem Marktplatz in Neubrandenburg, um auf die drohende Insolvenzwelle aufmerksam zu machen. Parallel zur Kundgebung startet auch um 16 Uhr ein Autokurso mit Unternehmern. Treff, Parkplatz, Stadthalle. Gerne dürft ihr auch weitere Unternehmer auf diesen Tag aufmerksam machen. Weitere Informationen für die Unternehmer gibt es auf der Internetseite www.unternehmeraufstand-mv.de. Einen Link gibt es in der Videobeschreibung. Die Lösung des Problems ist eigentlich so einfach. Man bräuchte nur Diplomaten nach Russland senden und sich um Friedensgespräche bemühen. Alles muss dafür getan werden, dass Nord Stream 1 und Nord Stream 2 geöffnet werden, damit wir günstiges Gas bekommen. Doch was passiert stattdessen? Es werden schwere Waffen in die Ukraine gesendet. Man provoziert damit Russland und setzt leichtfertig in Kauf, dass wir kein Gas mehr bekommen und unsere gesamte Wirtschaft den Bach runtergeht. Setzt mit uns gemeinsam gegen diesen Energiewahnsinn ein Zeichen und geht mit uns in den folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Egal was meine deutschen Wähler denken, ich tu sie gern mit meinem Mitgefühl beschenken. Ich wurde als Baerbock zum Gärtner gemacht, ein Kobold brachte Strom und hat ganz laut gelacht. Die sollen sich mal alle nicht so zieren, wir sind die Guten, die fürs Gute gerne frieren. Wer nicht frieren will, muss zahlen viel Geld, auch wenn der Mittelstand zusammenfällt. Und gibt es dann nicht viel zu essen, dann sollen sie doch einfach Kuchen fressen. Dubi-dubi-dubi-di-bum, tschub-tschub-tschu. Wir sind die Guten und das Gute ist stets richtig. Wir haben zwar keine Ahnung, doch das ist nicht wichtig. Wir sind toll und beklatschen uns gern selbst, auch wenn du über uns ein schlechtes Urteil fällst. Wir tun laut als alles mögliche Versprechen, den Schwur im Bumsach würden wir doch niemals brechen. Wir sagen gerne heute dies und morgen das. Auf unser Chaos ist zu jeder Zeit Verlass und hat das Volk nicht gut zu essen. Dann soll es doch ein paar Kuchen fressen. Die Mehrheit hat uns eigentlich gar nicht gewählt. Das ist kaum wichtig, denn der gute Wille zählt. Wir sind die Besten und da hinten sind die Bösen. Die Bösen werden wir vom Bösen alle jetzt erlösen. Haben die Bösen, Bösen dafür kein Verständnis, setzen wir sie klipp und klar davon in Kenntnis. Linker Pfau wird, wenn wir wollen, schnell zur rechten Sau. Die Karriere hätte ruckzuck einen Super-GAU. Super-GAU, Super-GAU. Ist jetzt 22.30 Uhr. Wir müssen Energie sparen. Für den Krieg, der dem Frieden dient. Der Strom wird jetzt abgeschaltet.